Okay, nächstes Level. New Babel. Auch ein sehr cooles Level. So. Zack. Ja, und wir werden direkt attackiert. Ui, da ist ja noch so einer. Und ich schieß daneben. Cool. Der weiß noch gar nicht von mir. Jetzt schon, aber jetzt ist er auch tot. Da ist da noch ein Gegner irgendwo. So, ich glaube, von hier aus kommt man dann genau auch hier hin. Ist da unten noch einer? Möglich. So, kein Problem. Ich brauche den anderen. Das andere Jumppad ist hier. Wenn ich hier hoch will, aber ist da überhaupt noch irgendwas, das ich brauche? Gerade nicht. Nee. Oh. Ein Mama-Gegner. Das hier öffnet sich später noch. Also, ist ein Secret, aber ich weiß, wie man es öffnet. Hier müsste ich eigentlich auch noch alle Secrets kennen. So, holen wir uns auf jeden Fall die Sachen schon mal mit. Okidoki. Gehen wir mal hier rein. Sehr gut, kein Problem. Okay. Haben wir die Gefahr hier erst einmal gebannt, sozusagen. Dann gehen wir mal hier weiter. Zack, a smokestack opens. Sehr schön. Das ist das Secret. Also das, was ich vorhin schon gesagt habe. Damit öffnen wir das. Dann. Jo, machen wir das erstmal so. Hier ist nämlich auch ein bisschen kritisch. Ich überlege gerade, wie ich das am besten mache. Ja, genau, weil hier ist nämlich wieder so eine.
Ist sie tot? Nee, ist sie nicht. Jetzt. Die Dinger sind ganz schön gefährlich. Oh Mann. Der Aim des Todes manchmal bei mir, ohne Witz. Ich meine, manchmal läuft es echt gut. Und dann gibt es einfach Momente, da läuft es nicht gut. Ganz und gar nicht gut. So, hier liegt jetzt viel Zeug rum. Oje. Ah, hier. Ja, viel bringt mir der Superhot-Modus hier nicht. Okay, damit hätten wir die gelbe auch schon. Dann geht's jetzt mal ein bisschen an Secrets holen, oder? Könnte man eigentlich mal machen. Aber zuerst wollen ein paar Gegner ein bisschen sterben. Oi. War da oben nicht noch Hunting Rifle Muni? Nee. Egal. Wird auch ohne klappen. So, jetzt haben wir nämlich hier die Möglichkeit wieder zu klettern. Hier haben wir nochmal einen Crystal of Madness. Na. So, hier haben wir schon mal ein Secret. Und hier oben noch eins. Und die Seife. Na, ah, hier kann man ein bisschen reinsnipen. So, da hinten hat mich doch gerade noch einer angeballert. Da war doch gerade einer und hat mich angeballert, ganz rotzefrech. Oh, jetzt habe ich die gut erwischt. Ah ja, da hinten ist doch noch jemand. Habe ich ihn erwischt? Keine Ahnung, ich werde wohl nachschauen müssen. Ja, krass. Er hätte leben können, er hätte sich einfach nur ruhig verhalten müssen. Er hätte leben können. Er hat sich dagegen entschieden. Ich will mal ganz kurz nur gucken, ob wir hier noch irgendwo Hunting Rifle Muni haben. Die wird langsam knapp und ich mag die Hunting Rifle. Ist tatsächlich eine sehr schöne Waffe. Ich setze mich mal eben anders hin, so. Ich sag, ich setze mich anders hin, eigentlich bewege ich nur ein Bein in eine minimal andere Position. Aber nee, ich glaube, Hunting Rifle Muni haben wir hier schon mal nicht mehr. Fürs Erste. Ich meine, zwei Secrets fehlen ja noch. Ich weiß nicht mehr genau, was da für Muni drin ist.
Ah. One more to go. Sequence complete. Dann benutzen wir doch einfach mal den Superhot-Modus und gehen schon mal in eines dieser Dinger. Oh, der war schön. Zack, Cage Lowers. Haben wir hier noch irgendwas vergessen? Das hier kann man mitnehmen. Jetzt ist er auch schon wieder voll, die Assault Rifle. So, holen wir uns mal die anderen beiden Secrets noch. Eigentlich sehr simpel. Mega simpel, aber ich habe ewig irgendwie dafür gebraucht, das zu finden. Und zwar, warte, wo ist es denn genau? Genau. Hier mal ein Secret. Und einfach hier auf der anderen Seite noch eins. Ich habe eins der beiden gefunden und für das andere habe ich legit über eine Stunde gebraucht, das zu finden. Ich bin mir so blöd vorgekommen, als ich es dann gefunden habe. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Sehr gut. Damit hätten wir dann auch das letzte Secret. Ich hole noch kurz Munition. Und zwar für den Crossbow, da müsst ihr ja jetzt noch. Na, nicht einmal hier, ne? War hier nicht noch Crossbow-Muni? Hm, tatsächlich nicht, okay. Ich dachte, ich hätte ihn nicht aufgenommen, und weil der schon voll war, aber da habe ich mich wohl offensichtlich ganz schön gewaltig geehrt. Dann geht's einfach raus. So, das nächste Level, welches wir erfolgreich mit Completionist gemeistert haben. Aber ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Episode 2 deutlich schwieriger und meiner Meinung nach auch nochmal deutlich besser. Also Episode 1 ist super von Dusk, ne? Ich habe sie so oft durchgespielt, aber ich finde Episode 2, als die dann rausgekommen ist, es war einfach nur BÄM, einfach nur. Die hat das einfach nochmal alles getoppt. Aber gut. Dann will ich einfach mal sagen, sieht man sich beim nächsten Level wieder. Bis dann. Ciao.